YouTube, ich habe mal wieder ein Video für euch und ja, wie ihr sehen könnt und auch im Titel lesen könnt, gibt es heute mal ein anderes Video. Und ja, ich habe schon mal vor langer, langer Zeit ein Infovideo gemacht, wo ich auch bestimme, was noch weiteres auf meinem Channel kommen wird. Und ja, heute ist es soweit. Heute mache ich mein erstes Food Review. Ja, sagen wir mal so, ja, Food Review. Habe ich schon länger geplant. Und ja, ich dachte, ich fange einfach mal mit diesem Produkt hier an. Und ja, ohne groß drum herum zu reden, ich hoffe, es gefällt euch, gibt es heute mein erstes Food Review. Und ja, heute habe ich für euch die, also eine Tafel Schokolade von Das Exquisite. Noch nie gehört. Und ja, die habe ich bei Rossmann. Ich glaube, es gibt, kennt ihr euch? Kennt euch, kennt ihr? Ist so eine Art, ja, gibt es halt bei uns am Bahnhof halt, ist halt so irgendwie Art. So eine, keine Ahnung, gibt es eine Drogerie drin und Lebensmittel und alles Mögliche. Und ja, da gab es es halt recht günstig, ich glaube 1 Euro oder so, oder nicht mal 1 Euro. Und ja, dachte ich, nehme die mit und ja, es kam jetzt dazu, dass ich da jetzt die jetzt als Food, also für mein Food Review nehme. Und ja, fangen wir an. Oder machen wir weiter. Das Exquisite, haben wir oben den Namen in Gold stehen, das glänzt auch. Oben. Links in der Ecke haben wir neue Rezeptur, auch in Gold. Dann hier haben wir stehen, sieht man jetzt schlecht wegen dem Licht, ich komme mal näher ran. Lila unterlegt, Quality Belgique, Heidelbeere, weiße Schokolade. Also weiße Schokolade mit Heidelbeerstückchen. Dann haben wir hier einen Produktshot, der ein bisschen, ihr seht, hervorgehoben ist. Hier haben wir ein paar Heidelbeere abgebildet. Und hier mit einem Hauch von fruchtigen Heidelbeeren. Und dann hier nochmal in selber Servierverschlag. Da. Ja, das war die Vorderseite. Ja, das ist auch nochmal wirklich Gold, haben wir hier als Farbwahl gewählt. Auf der Rückseite nochmal den Namen, das Exquisite, nochmal Heidelbeere mit einem Hauch von fruchtigen Heidelbeeren und dann hier erklärt: feine weiße Schokolade mit Heidelbeergranulat. Zutaten: Zucker, Kakaobutter, Vollmilchpulver, Molkenerzeugnis aus Kuhmilch, Laktose, Heidelbeergranulat 2,5%, Heidelbeerpulver 50% oder auch Zucker, Emulgator. Säurelektine, natürlich Aromen, Heidelbeere, Vanille, kann Spuren von Sa Schalenfrüchten, Gluten und Eiern enthalten. Das nochmal in anderen Sprachen. Dann hier nochmal Nährwerttafel und Angaben. Datum 2015. Und dann nochmal Kleingedrucktes. Ja, an der Seite nochmal mit einem Hauch von fruchtigen Heidelbeeren. Andere Seite auch nochmal. Heidelberger, Heidelberger. Ja, dann denke ich mal, mache ich die auf. Ich vermute, dass man hier an der Lasche wegklappen muss. Und dann kann man das hier so aufmachen. Ja, selber was hier. Ich habe hier extra ein Brett, dass ich es nicht alles auf den Tisch machen muss. Ja, die ist schon auch leicht gebrochen, aber ja, egal. Na, reißen es einfach auf. Gut, dann nehme ich gerade mal das angebrochene Stück hier raus. Gut, und wie ihr sehen könnt, hier habe ich auf dem Bild zu sehen, sieht es identisch aus. Riechen wir mal dran. Man riecht eindeutig weiße Schokolade und ja, ganz fein, feiner Geruch von Heidelbeeren. Die Bruchkante. Aber ja. Doch, riecht ein feiner Hauch von Heidelbeeren. Ja, probiere ich mal. Ganz zu Beginn schmeckt man Heidelbeere, wenn man direkt reinbeißt, wie man eine Heidelbeere essen würde, halt nur nicht so stark. Dann kommt ganz stark die weiße Schokolade und im Abgang schmeckt man nochmal, beißt man auf diese, wie es auf der Verpackung steht, Granulatstücke drauf. Und da schmeckt man dann nochmal die Heidelbeere im Abgang nochmal.
Also, wie gesagt, ich probiere aber noch mal ein Stück. Mal das Ganze. Ja, also manchmal ist es so, dass man mehr Heidelbeere schmeckt und manchmal mehr weiße Schokolade im Abgang. Ja. Ansonsten, ja. Ich bin jetzt nicht so der Fan von weißer Schokolade. Ist ganz okay. Aber ja, mit der Mischung von Heidelbeere. Ein bisschen mehr könnte schon sein. Also man, das ist wie wenn man normale weiße Schokolade essen würde mit ganz, ganz wirklich. Wirklich ein Hauch. Ein Hauch wirklich groß geschrieben, ein Hauch von Heidelbeeren. Man schmeckt es wirklich nur, wenn man auf dieses Granulat, auf diese blauen Stückchen drauf beißt. Ansonsten, ja, schmeckt sie wirklich. Also für den Euro kann man nichts sagen. Also ungefähr ein Euro. Ich weiß nicht mehr genau, wie viel sie gekostet hat, aber so teuer war sie nicht. Ja. Die schmeckt gut. Ist halt weiße Schokolade mit Heidelbeerstückchen. Ja, schmeckt danach, was draufsteht. Also man schmeckt, wie gesagt, weiße Schokolade und dann zwischendurch, manchmal ist es so, dass man erstmal ganz leicht Heidelbeere schmeckt, dann weiße Schokolade, dann wieder im Abgang die Granulatstückchen von den Heidelbeeren. Und manchmal ist es so, dass man nur weiße Schokolade schmeckt. Manchmal ist es, ja, also die Heidelbeere ist vorhanden, aber jetzt überwiegt nicht großartig. Ja, ansonsten würde ich sagen, das war mein erstes Food Review zu der Exquisit Heidelbeer Schokoladentafel. Weiße Schokolade mit Heidelbeer Granulatstückchen. Es werden noch weitere von diesen Food Reviews folgen, habe ich mir vorgenommen. Jetzt, wie gesagt, war das der Anfang mit meinem ersten Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn das so war, also wenn es so war, also wenn es euch gefallen hat, könnt ihr einen Daumen nach oben geben, kommentieren, liken, wie gesagt, Daumen nach oben oder auch schreiben, was ich als nächstes reviewen sollte oder einen Vorschlag geben. Ansonsten findet ihr mich auf Instagram und Facebook, die Links findet ihr auch alle unten. Ansonsten, ja, würde ich sagen, danke fürs Zuschauen.